Ich plädiere für eine völlige Revolution des Bildungssystems. Die Umstände in Deutschland sind so, dass in keinem anderen OECD-Staat die Schere zwischen Arm und Reich in einem solchen Tempo auseinandergeht wie in Deutschland. Das ist ein unglaubliches Problem. Es ist auch zum Beispiel so, dass das Bildungssystem in Deutschland intransparenter geworden ist. Das heißt, wenn Sie in den 70er Jahren ein Arbeiterkind waren, dann hatten Sie eine deutlich größere Chance, später Abitur zu machen und zu studieren als heute. Und die Unterschicht in Deutschland, das ist in allen westeuropäischen Ländern so, wird nicht mehr von Arbeitern gestellt. Also wenn Sie gesagt haben, in den 50er Jahren, wer ist die Unterschicht, dann hätten wir gesagt, die Stahlarbeiter, die Leute, die die Kohle abbauen und so weiter. Diese Berufe gibt es nur noch sehr wenige. Und wenn Sie einen solchen Beruf haben, verdienen Sie vergleichsweise gut. Dann gehören Sie zur Mittelschicht dazu. Vielleicht zur unteren Mittelschicht, aber Sie gehören zur Mittelschicht. Unsere Unterschicht wird heute von den Transferleistungsempfängern gestellt. Das sind in Deutschland nahezu 7 Millionen. Dazu noch 1 bis 2 Millionen illegal in Deutschland lebende Menschen. Das heißt, Sie haben eine Schicht von etwa 9 Millionen, die sich für diese Gesellschaft nicht mehr als zuständig empfinden, weil sie nicht mehr als zugehörig betrachtet werden. Wenn wir heute eine Schule erfinden würden, wenn wir uns sagen, wir wollen unsere Kinder 10, 12, 13 Jahre in die Schule schicken, eine unglaublich lange Zeit, 10.000 Stunden Unterricht, was für eine Schule würden wir da erfinden? Was müsste man lernen? Wie müsste man lernen? Und ich glaube, die allermeisten Menschen, die sich intensiv mit dieser Frage beschäftigt haben, könnten eine völlig neue Schule erfinden, die nichts zu tun hätte mit dem, wie die Schule jetzt ist. Und es wäre eine Schule, wo vielleicht 80% aller Kinder Abitur machen würden. Wenn Sie rechtzeitig die Potenziale der Kinder entfalten, wenn Sie Abschied nehmen von uralten Mechanismen, die wir in den Schulen haben, so eine Art von Fabriklernen, was wir in den Schulen haben, angefangen damit, 45 Minuten Unterricht. Sie machen in der ersten Stunde Physik, Sie machen in der zweiten Stunde Englisch, Sie machen in der dritten Stunde Geschichte, wird jeder Hirnforscher sagen, das ist Quatsch. In der Entwicklungspsychologie wird sagen, so geht das nicht. Sie können sich nicht auf all diese Sachen gleichmäßig konzentrieren. Und wenn Sie jemand sind, der sich auf alles das gleichmäßig konzentrieren kann, dann wird aus Ihnen nichts. Dann haben Sie ja kein Feuer und keine Leidenschaft. Feuer und Leidenschaften entstehen, aber die verzehren sich auch. Sie brauchen auch wieder Ruhepausen. Jemand, der in allen Fächern gleichmäßig gut ist, hat ziemlich schlechte Voraussetzungen, ein kreativer Kopf zu sein. Die meisten Menschen, die sehr kreativ sind, sind in bestimmten Dingen mal gut und in anderen schlecht. Das könnte wechseln. Aber Begeisterungsfähigkeit ist keine Ressource, die unbegrenzt erhalten bleiben kann. Also müssen Sie den Unterricht umstellen. Schaffen Sie die Klassen ab. Lassen Sie die Kinder alle in eine Schule gehen. Machen Sie Gruppen von 70, 80 verschiedenen Alters. Geben Sie ihnen Lernsoftware, die Nobelpreisträger ausgearbeitet haben. Sowas gibt es alles. Machen Sie 1 bis 2 Stunden zum Beispiel, wenn Sie Mathe machen müssen, individuell vor Ihrem Computer Mathe und der Lehrer kommt vorbei und sagt, na, klappt das Programm und so weiter und arbeitet mit Ihnen. Dann lernen Sie in Ihrem Lerntempo, in Ihrem Lernrhythmus. Irgendwann müssen Sie irgendein bestimmtes Level erreicht haben, aber wie lange Sie dafür brauchen, ist Ihre Sache. Die andere Zeit machen Sie, damit Sie nicht nur vor dem Computer sitzen und kein Nerd werden. Machen Sie in der Gruppe Projekte. Sie können das eine Projekt machen, das andere Projekt. Das endet nicht nach 45 Minuten. Der Slogan muss sein, Abitur für alle, schaffen. Haken, das ist gesellschaftlich nicht gewollt. Die Mittelschichtseltern wollen nicht, dass alle Kinder Abitur machen, aus Angst, dass ihre Kinder dann keine besonders guten Jobs mehr kriegen. Und sie haben Unrecht. Die Berufe der Zukunft, Dinge, die hier im Forum d'Avignon diskutiert werden, wie wird die Gesellschaft in 5, in 10 Jahren aussehen, was sind die Kreativitätspotenziale, die eine Gesellschaft braucht, wo immer wieder gesagt, wir brauchen Kultur, wir brauchen Kreativität, das ist alles was wir brauchen. Ja, das brauchen wir alles und wir brauchen eigentlich jeden. Und wir brauchen auch die, die frischen Wind mitbringen. Wir brauchen nicht nur die Kinder der Anwälte, die so funktionieren wie ihre Eltern. Wir brauchen auch die hungrigen, bekannten Kinder, die ordentlich gefördert werden. Die haben Kreativitätspotenziale, die zum Teil den Mittelschichtskindern überlegen sind. Und das Schöne ist, für alle sind Jobs da. Und es gibt so wenig Kinder, jedenfalls in Deutschland.